seien ABCD ein Trapez und MNPQ ein Rechteck. Die Ecken M und Q befinden sich auf der großen Basis AD des Trapezes. Die Ecken N und P sind die Mitten von den Strecken AB und CD. Frage: Wie groß ist in Quadratzentimetern ausgedrückt der Flächeninhalt des Trapezes ABCD, wenn der Flächeninhalt des Rechteckes 20 Quadratzentimeter beträgt? Um den Flächeninhalt von diesem Trapez ABCD zu bestimmen, wenden wir einen kleinen Trick an. Betrachten wir dieses Magenta-Dreieck ANM und drehen es um 180 Grad um diesen Punkt N. So erhalten wir dieses Magenta-Dreieck und diese zwei Magenta-Dreiecke sind flächengleich. Also nehmen wir das erste wieder weg und machen genau dasselbe mit diesem Dreieck PQD. Wir drehen dieses grüne Dreieck um 180 Grad um diesen Punkt P. So erhalten wir dieses grüne Dreieck CFP, das flächengleich mit diesem ist. Also nehmen wir das untere wieder weg. Durch diese Konstruktion wissen wir, dass der Flächeninhalt vom Trapez ABCD gleich ist zum Flächeninhalt von diesem Rechteck MEFQ. Und der Flächeninhalt von diesem Rechteck MEFQ, das muss das Doppelte vom Flächeninhalt des Rechtecks MNPQ sein, weil N und P ja die Mitten dieser Strecken sind. Der Flächeninhalt von dem Rechteck MNPQ wird aber angegeben, das sind 20 Quadratzentimeter. Also ist der gesuchte Flächeninhalt das Doppelte von 20, das heißt 40. Und demzufolge ist D die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.